Okay, Freunde, los geht's. Das erste Mal, dass ich ein Video so aufnehme, mit der Cam direkt vor meinem Gesicht, ohne andere Leute rum. Das Video geht jetzt auch über eine andere Cam. Ich habe eine neue Kamera, es ist jetzt die Sony A6100. Die habe ich jetzt erst seit ein paar Tagen. Hab da oben das Rode Videomikro drauf. Und ich habe mir gedacht, das ist eine gute Idee, das mit dem Video zu verbinden. Das eignet sich ganz gut. Wir sitzen jetzt hier in meiner Garage zu Hause. Mittlerweile steht hier eine Couch drin. Beim letzten Insta360 Video waren hier noch Klappstühle bzw. Gartenstühle drin. Der Grund, warum ich das Video mache, ist folgender. Insta360 hat mir wieder mal geschrieben, die haben wieder eine Sale-Aktion. Ich bin leider ein bisschen zu spät dran, dieses Video kommt an einem Mittwoch, beziehungsweise morgen, heute ist Dienstag. Also wenn ihr das Video jetzt zum ersten Mal seht, ich habe es gestern quasi aufgenommen. Eigentlich läuft der Sale schon seit Freitag, aber ich war in den letzten Tagen so dick drin mit Website bauen, die am Samstag in der Früh online geht. Aber das ist ein ganz anderes Thema, darum geht es jetzt in diesem Video hier nicht. Ich habe es einfach nicht geschafft, dieses Video zu drehen. Deswegen jetzt, und wie es bei Kooperationen so ist, hat man bestimmte Vorgaben, die ich aber auch gerne einhalte, weil die Kameras einfach der absolute Hammer sind. Und eine Vorgabe besagt eben, dass ich am Anfang des Videos genau das jetzt sage. Der Sale geht bis Freitag und der Link zum Shop, zum Sale ist in der Videobeschreibung unten drin. Checkt es einfach mal aus, vielleicht ist da was für euch dabei. Wenn ihr auf der Suche nach einer 360-Grad-Kamera seid, eh schon, dann würde sich das anbieten. Das ganze Video hier wird jetzt mehr oder weniger ein entspanntes Video, je nachdem wie der Verkehr ist. Wenn freie Fahrt ist, dann wird es weniger entspannt. Aber es wird so oder so auf jeden Fall ein Pure Sound Video. Wir werden ein bisschen Landstraße ballern und dann werden wir straight auf die Autobahn fahren. Die Cams sind schon am Bike dran, das ganze Setup ist schon fertig. Das zeige ich euch gleich, wie das alles aussieht. Ihr werdet meine Stimme halt nicht hören, weil ich gerade noch ein bisschen das Problem habe, beziehungsweise ein Problem ist es nicht, aber ich habe den Mikrofonadapter noch nicht für die Insta360 Kameras. Der ist nicht lieferbar. Sobald der lieferbar ist, schickt Insta360 mir den zu. Dann kann ich auch endlich mal ausprobieren, ob sich eine Insta360 auch zum Motovloggen eignet. Das würde mich brennend interessieren. In Verbindung mit dem One-Inch-Mod für die One RS. Das ist dann quasi ein größerer Sensor. Dann hast du eine bessere Bildqualität. Dieses ganze Thema und einen extremen Weitwinkel auch, der sich für Motovlogs halt extrem gut eignet. Aber wie gesagt, das Zeug habe ich leider noch nicht. Dementsprechend müssen wir hier ein Pure Sound Video draus machen. Ist aber auch nicht so tragisch, finde ich. R1 klingt sowieso gut. Was ich noch nicht gesagt habe, wir werden heute mit der R1 unterwegs sein. Endlich mal wieder. Die Knusperschnecke wird rausgeholt, wie meine Freundin die R1 ganz gerne nennt. Die MT-07 ist die Essiggurke. Und dann würde ich sagen, setze ich straight meinen Helm auf, Insta360. Die eine, ich habe ja mittlerweile drei Insta360 Kameras. Die eine ist am Helm schon dran, über dieser Helmhalterung, die sie mir damals mitgeschickt haben. Ihr seht gleich, wie das aussieht. Und dann zeige ich euch mal, wie das ganze Setup jetzt gerade am Bike aussieht. Okay, Freunde, kurze Planänderung. Ich habe es nämlich ein bisschen verkackt, ein bisschen hart verkackt. Eigentlich wollte ich ja mit der R1 fahren, mit Audiorekorder und bla bla. Ich bin auch gefahren, war eigentlich alles fertig. Habe die Dateien dann ins Bearbeitungsprogramm reingezogen, nachdem ich die Videos auf den PC gezogen habe. Und da gab es ja ein kleines Problem, mehr oder weniger. Ich habe reihenweise Fehler vorhin gemacht. Angefangen hat es damit, dass die Aufnahme von der Kamera hier, das ihr jetzt gerade seht, viel zu eng war. Ich hatte das falsche Format drinnen, dementsprechend hat man nur Tacho gesehen. Dann war die Einstellung auch noch viel zu tief. Heißt, man hat nur Tacho eben auch noch gesehen, nichts von der Straße. Dann war das Bild viel zu hell, komplett überbelichtet. Habe ich mit den Einstellungen einfach voll versagt. Dann, Problem, One-A-2 war an der R1 unten an der Fußraste dran. Man sieht es hier, ich habe sie wieder angeschliffen. Ich habe es wieder mal geschafft. Ja, sie funktioniert jetzt noch, das passt schon. Also ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Auch ein guter Punkt für Insta360 bzw. für die X2. Die hält richtig was aus. Und nächstes Thema hinten. Und zwar hatte ich den Vibrationsdämpfer dran. Dieses fette Ding hier hinten dran, um das mal auszutesten, weil ich der Meinung war, Insta360, die Kamera schneidet das Ding raus. Hat sie nicht. Das Ding war komplett im Bild drinnen. 20% vom Bild war nur schwarz, eben wegen diesem Vibrationsdämpfer, weil der halt schwarz ist. Also ich habe quasi drei Kameraperspektiven gehabt und drei Kameraperspektiven komplett versaut. Dann, als ich es auf den PC gezogen habe, folgendes Problem. Wenn man eine 360-Grad-Aufnahme mit der Insta360 macht, man hat ja verschiedene Möglichkeiten, man hat ja zum Beispiel normales Video, also 16:9 Format, das wie es jetzt gerade ist, und eben 360 Grad Video. Und wenn man ein 360 Grad Video macht, dann speichert die Kamera drei Dateien ab. Nicht nur eine Datei, nicht nur die Videodatei, sondern eine 360 Grad Datei, beziehungsweise eben dann drei Dateien. Und diese drei Dateien braucht das Bearbeitungsprogramm von Insta360, um die Aufnahme wiederzugeben und damit arbeiten zu können. Wusste ich nicht.
Also habe ich nur eine Datei, und zwar die eigentliche Videodatei, auf dem PC gezogen und die anderen zwei Dateien gelöscht. Dann wollte ich das Video bearbeiten. Schwarzes Bild, nicht abspielbar, weil die anderen zwei Dateien gefehlt haben. Und ich, Dulli, habe es natürlich gelöscht, komplett. Nicht einfach nur erstmal auf der Speicherkarte gelassen, wie man es normalerweise tut. Ich habe es komplett gelöscht. Also kann ich jetzt nochmal fahren. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, die R1 rauszuholen. Ich brauche jetzt irgendwas mit richtig Sound. Ich brauche jetzt einfach Lautstärke. Deswegen machen wir das jetzt mit der MT-07 nochmal. Außerdem ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir es mit der MT machen, weil ich durch den Cage hier die Möglichkeiten habe, die Kameras ordentlich auszurichten, richtig zu befestigen. Und nicht so wie bei der R1, da waren nämlich beide Kameras an der Fußraste verbaut, war ein bisschen schwierig, das ganze Thema. Außerdem konnte ich so mit der R1 auch nicht wirklich Kurven fahren, heißt, Video war mehr oder weniger ein bisschen langweilig, konnte nicht ballern. Einfach kacke. Mehr oder weniger Zeitverschwendung, aber jetzt bin ich deutlich schlauer als vorher. Jetzt weiß ich deutlich mehr. Dementsprechend fahren wir jetzt nochmal. Ich habe jetzt auch den Audiorekorder nicht dabei, weil ich nämlich herausgefunden habe, als ich die Videos previewt habe, also quasi vorher angeschaut habe, bevor ich sie auf den PC gezogen habe, ist mir aufgefallen, dass der Sound von der Insta360, der da kommt, gar nicht so schlecht ist, dass diese Wind Reduction, also quasi dieses Ausblenden der Windgeräusche, ganz gut funktioniert. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich habe das jetzt bei allen Kameras so drin. Wir werden das jetzt mal austesten, wie der Sound von dem Ding so rüberkommt, ohne Audiorekorder. Das ist quasi jetzt ein pures Insta360 Video, ohne GoPro, ohne Audiorekorder, ohne cleanen Sound, whatever. Einfach nur pure Insta360 quasi. Ich ziehe jetzt auch mal meine Race-Handschuhe hier an. Wie gesagt, wir fahren jetzt erstmal eine kleine Runde Landstraße und dann auf die Autobahn und schauen mal, was dann da so geht. Jetzt muss ich sie erstmal abbocken. Auch meine Stimme, die ihr jetzt gerade hört, kommt auch aus der Kamera, die quasi vorne an meinem Helm dran ist. Hier seht ihr es. Das ist die Helmhalterung. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Die war schon öfter in Benutzung. Das ist diese Universalhalterung, die ich im letzten Insta360 Video schon mal vorgestellt habe. Ist jetzt für Motovlogs nicht unbedingt geeignet. Dafür bewegt sie sich zu viel, weil die halt gummigelagert ist. Und wenn man da das Mikrofon in der GoPro drinnen hat, ist das vielleicht eher ungeil, wenn man da Bewegung in der Kamera drinnen hat. Für die ganzen Steckverbindungen und so. Aber für solche Aufnahmen, wie sie jetzt kommen, ist das optimal. Ist nicht teuer, man muss nichts an den Helm kleben. Alles easy. Und los geht's.
Ja, Freunde, der schwarze Streifen. geil, hat sich angeboten, sowas mal zu machen hier. Nee, ich hoffe, die Aufnahmen sind diesmal gut geworden. Ich hoffe, es hat alles funktioniert, alles geklappt. Wenn nicht, wahrscheinlich sind dann alle guten Dinge drei. Das können Insta360 Kameras. Auf die Aufnahmen bin ich sehr gespannt, wie das von hier aussieht, aus der Perspektive. Es ist ja doch schon relativ weit draußen. Musste auch echt aufpassen, ja. Angeschliffen habe ich sie diesmal nicht. Musste auch echt aufpassen mit Kurven fahren und so. Deswegen sah das bei Rechtskurven immer so ein bisschen komisch aus. Aber ja, Mann. Geil, geil, geil. Ich werde jetzt hier mein Zeug abbauen und dann wieder heimstarten und das Video schneiden, Freunde. Ihr seht das Video dann morgen. Also aus meiner Perspektive morgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Wenn ja, abonniert den Kanal, folgt mir auf Instagram. Der Link zu allem, was mit mir zu tun hat, ist in der Beschreibung und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde, Jay ist raus.